Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid beim Workout heute Vormittag. Wir brauchen heute kein Gerät. Wir machen am Anfang ein bisschen Intervall, ganz kurz, und dann gehen wir in die Kräftigung und in die Mobilisation. Gut, du darfst beginnen. Die Füße in der kleinen Grätsche, die Zehen nach außen gedreht und nimmst deine Hände auf die Schulter und fängst an zu kreisen. Ellbogen kreisen, Schulter mit kreisen. Hoch und weit nach hinten ab. Erstmal zum Wachwerden, ein bisschen mobilisieren, alles durchbewegen. Power starten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich vermisse euch sehr, muss ich sagen. Dann wechsel mal die Richtung. Und wieder rückwärts. Und dann drehen wir ein letztes Mal weit nach hinten. Nimm die Arme ab. Offene Haltung. Lass die Schulter nach rechts und nach links fließen. Und dann komm tief ins Knie. Schieb die Knie nach außen. In Richtung Zehenspitzen. Und du nimmst die Arme zur Seite. Wir machen erstmal ganz locker. So wie es für dich passt. Und dann geht tief und seit in die Seite ziehen. Und dann komm wieder hoch. Und dann wechsel die Seite. Tief und seit. Und wieder hoch. Jede Seite noch einmal. Tief, stützt mit den Händen auf die Knie und dann lass du den Rücken rund, gerade, den Rücken durchbewegen, mal lang ziehen und dann rund in die Katzenbuckel und so wechselst du ein paar Mal ab. Dann roll wieder hoch, streck die Beine, dreh die Schultern zurück. Beug leicht die Knie, komm mit der rechten Hand ans linke Bein und dann wechsel. Rechts, links, wechsel. Und dann bleib in der Mitte, lass die Beine gestreckt, der Oberkörper bleibt in der Mitte und du drehst nur mit dem Oberkörper auf. Dann halt an einer Seite und schau nach oben zur oberen Hand. Und wieder wechseln hin und her. Und du hältst auf der anderen Seite. Schau nach oben. Und dann wechsel wieder. Jetzt darfst du wieder Knie leicht beugen und Gewicht ein bisschen hin und her verlagern.
Bleib in der Mitte, leg die Hände auf den Boden, lass dich hängen und roll dann langsam hoch und dreh die Schulter wieder zurück. Schließ die Beine, nicht schließen, sondern hüftbreit, die Zehen ein bisschen nach außen gedreht und dann kommt tief in die Kniebeuge. Die Arme ziehst du nach vorne oder nach oben. Schwere Variante. Je höher die Arme, desto länger der Hebel, desto schwerer. Einfacher, wenn du die Arme nur nach vorne ziehst. Kannst auch abwechseln. Bleibst du tief. Ferse bleibt am Boden. Wenn die Hände ab, leg sie auf den Boden, streck langsam die Beine und roll wieder hoch. Dreh zurück. Gut, nochmal, zweite Möglichkeit. Tief. Gewicht geht nach hinten, auf die Ferse, Fußaußenkante mehr belassen als innen. Und du hältst wieder. Nimm die Hände ab und roll wieder hoch. Und dreh zurück. Gut, stell dich ans Ende der Matte, dass du die Matte vor dir hast. Wieder hüftschmal, dann rollst du nach unten, wanderst mit den Händen nach vorne in die Liegestützposition. Da hältst du und richtest dich gerade aus. Bauchnabel nach innen ziehen, Kopf gerade. Dann komm hoch mit dem Po zur Decke in den Hund und schieb abwechselnd die Ferse zum Boden. Zieh dich lang im Rücken, den Kopf zwischen die Arme. Halt. Beide Fersen zum Boden schieben. Die Knie kannst du leicht beugen. Dann komm wieder nach vorne in die Liegestützposition. Wer will, kann die Knie ablegen. Liegestütz. Einmal. Komm wieder hoch in den Mund. Und wandere mit den Händen zurück. In den Stand, dann roll wieder hoch, dreh die Schultern zurück. Nochmal, roll tief, können wir es ein bisschen zügiger machen, wandern nach vorne, gerade ausrichten. Schieb den Po nach oben zur Decke, schieb die Ferse, jede Ferse dreimal. Dann komm wieder vor, Liegestütz und hoch. Wander zurück, komm in den Stand. Gut, komm tief, wander vor. Schieb den Po nach oben zur Decke, Fersen schieben zum Boden. Gut, beide Fersen kommen in die Liegestütz. Tief gehen. Und wieder hoch und zurückwandern. Ein letztes Mal, komm tief. Wander nach vorne. Richtig gerade aus. Festmachen. Dann komm hoch. Schieb die Fersen zum Boden. Zieh dich lang im Rücken. Und dann komm wieder in die Liegestützposition. Komm noch einmal tief. Schieb wieder hoch den Po. Und dann wander zurück. Und dreh zurück. Schulter. Gut. Die Hände nimmst du in die Hüfte.
Wir marschieren mal am Platz und ziehen dann Knie abwechselnd hoch. Du öffnest hier Oberkörper, Brustbereich, Brustbein, gibt viel Platz, die Schultern ziehen rechts und links. Aufrechte Körperhaltung. Gut, dann halt rechts oben. Komm nach vorne, großen Schritt, komm tief, hoch und wieder zurück. Genau. Das machen wir jetzt nochmal. Du drückst dich von dem vorderen Bein ab und kommst wieder in den Einbeinstand. Notfalls kann man das auch an der Wand machen und sich festhalten. Oder neben dem Stuhl. Aber besser ist es natürlich, wenn du es frei machen kannst. Ein letztes Mal so. Und wieder marschieren, lockern, Knie heben. Und dann hältst du links oben, links vor, tief und wieder zurück. Jetzt stellt sich raus, welche Seite die bessere ist. Meistens ist der Einbeinstand auf einer Seite leichter. Vorne wegdrücken und zurückkommen in den Stand. Noch zweimal. Wir machen noch einen zweiten Durchgang und nehmen die Arme mit dazu. Das heißt, Knie heben. Rechtes Bein halten. Die Arme lässt an der Seite hängen. Komm nach vorne. Komm tief die Arme vor. Komm zurück die Arme zurück. Dann fass hinten Finger aneinander. Und du drehst über das Bein. Wenn du das rechte Bein vorne hast, rechte Schulter zurück. Dann wieder vor, Arme zurück, hinten fassen und drehen. In der Rotation, je höher du das Bein hast, desto schwieriger. Leichter ist es, wenn du unten aufstellst. Geht auch. Mach's in deinem eigenen Tempo. Dann machen wir noch zwei auf dem rechten Bein. Heben. Und links halten. Komm vor. Komm tief, zieh die Arme hoch. Zurück auf ein Bein. Und über das Knie drehen. Wenn ihr links vorne habt, dreht die linke Schulter zurück. Siehst, wenn du hinten die Hände fasst, schulterweit auf, dass du hier geöffnet bist. Ja, schöne, aufrechte Körperhaltung haben.
Zwei mit dem Bein. Und locker. Gut. Komm. Lass wieder in die Mitte kommen. Jetzt habe ich zwei Blöcke, die wir mit Power durchmachen. Es gibt drei Übungen, die nacheinander abfolgen. Und zwar, der erste Block ist Chipside mit Boxen. Jetzt die zweite Übung ist tief gehen, nacheinander die Füße zurück, nacheinander wieder vor, hochstrecken, tief, Bein zurück. Und die dritte Übung, Hände hinter den Kopf, Kick nach vorne, Gegenarm vor zum gestreckten Bein. Wir machen 5 Wiederholungen, 4 Wiederholungen, 3, 2, 1. Dann ist der Block zu Ende. Gibt es eine kurze Pause? Ich erkläre den nächsten Block. Also, wir haben zwei Blöcke so durch. Der erste Block sind die drei Übungen. Ich zähle mit. Gut. Also, es fängt an mit Chipside. Ja. Jede Seite 5-mal ist klar, ne? Und Chipside. 5, 4, 3, 2. Dann komm nach unten und zurück. 1, 2, 3, 4, 5 und Kick. 5, 4, 3, 2, 1. Von vorne. Chipside. 4, 3, 2, 1. Komm tief. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Von vorne. 3, 2, 1. Und tief. 1, 2, 3 und 3, 2, 1. Chipside. 2, 1. Komm tief. 2, 1. Nächster Block. Ihr dürft noch Pause machen. Wir gehen tief. Die Hände hinter den Kopf. 3 Schritte vor. Hände ab. Hände zurück. Schritte zurück. Hoch und wieder tief. Immer 3 Schritte nach vorne. Hände kurz ab. Wieder zurück. Das ist die eine Übung. Dann haben wir Lunge. 1. Jetzt machen wir gleiches Bein, Wiederholung und dann Wechsel. Ja. Und dann haben wir noch, das ist wieder unten, den Bergsteuer. Diagonal, rechtes Knie, linker Ellbogen. Könnt ihr auch im Unterarmstütz machen, dann an der Seite vorziehen, einfacher. Gut. Wenn ihr den Endengang am Anfang,
der ersten Übung nicht mitmachen wollt, dann haltet unten. Federt kurz. Federt kurz nach. Da können die Schritte auch kleiner sein. Okay, wir machen wieder 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Kommt tief. 3 vor und 3 zurück. Aufrichten, wieder tief. 1, 2, 3, tief. 1, 2, 3, aufrichten. Letzte Wiederholung. Bergsteiger. 5, 4, 3, 2, 1. Gut, richtig auf. Die 4 Wiederholungen, komm tief. Knie ziehen. Und 4, 3, 2. Bergsteiger. 4, 3, 2, 1. Richtig auf, komm tief. 3 Wiederholungen. Knie, 2, 1, 2, Bergsteiger, 2, 1, gut. Letzte, vorwärts gehen, Eckengang und Knie, einmal, Bergsteiger, gut, bleib gleich da. Komm in die Kindshaltung, setz dich zurück, kurz ausschlafen, kannst du bleiben. Gut, komm zurück in die Bankstellung. Stabilität. Du stellst die Zehenspitzen auf. Die Hände schützen unter der Schulter. Du machst Rumpf fest, Bauchnabel nach innen ziehen. Hebst die Knie ab vom Boden und setzt wieder ab. Heben und senken. Knie gehen nur ein bisschen vom Boden weg. Machst du weiter. Zieh den Bauchnabel nach innen und halt ganz stabil. Zwei so.
die Zehen aus. Komm nochmal zurück. Wandere mit den Händen nach vorne. Bleib in der Dehnung. Zieh die Arme lang. Nimm den Kopf tief in die Schulterdehnung. Gut, dann komm nach vorne in den Unterarmstütz. Rechtes Bein zurück. Zehenspitze anziehen, Bein geht auf den Bank. Kopf hält so gerade. Und dann hältst du. Ferse zum Po. Oberschenkel bleibt in der gleichen Position. So, nochmal lang, ziehst die Zehen an, schiebst die Ferse zur Decke. Und dann sitzt ab. Wechsel das Bein. Anderes Bein zurück, auf und ab. Du schaust, dass dein Oberschenkel, der am Boden steht, gerade steht. Das Becken bleibt oben drüber. Dann hältst du, Ferse zum Po. Halt nochmal und schieb nach oben. Kleine Bewegung nach Federn. Stellst die Füße fest am Boden auf, legst die Arme lang über Kopf. Ziehst du den Bauchnabel nach innen, hier, und drückst den Rücken auf die Unterlage. Dann zieh dein rechtes Knie ran, fass mit den Händen und roll jetzt hoch. Heb den Kopf, die Schulter, roll nacheinander hoch, lass dich mit den Beinen nach vorne ziehen. Dann hebt das Bein wieder und du rollst wieder zurück. Nacheinander, Wirbel für Wirbel. Das Bein hilft dir dabei. Nacheinander hochrollen. Und nacheinander abrollen. Darfst du natürlich auch ohne Bein machen, wenn es ohne Bein geht. Wichtig ist, dass du mit der Kraft aus dem Bauch rollst. Ohne Schwung. Auch mit den Armen keinen Schwung holen, sondern die ziehen dann ganz langsam. In Gedanken gehst du wirklich die Wirbelsäule Stück für Stück nach oben. Zurückrollen. Gut, wer das Bein hat, der wechselt jetzt mal ins andere Bein. Auch beim Zurückrollen wirklich hier unten am Steißbein beginnen. Die Lendenwirbelsäule ganz bewusst rund machen. Dann den mittleren Rücken, dann den oberen Rücken und am Schluss den Kopf. Und auch mit dem Kopf wieder beginnen, Brustwirbelsäule. Und zum Schluss die Lendenwirbelsäule einrollen und hochkommen.
Gerne das Bein zur Hilfe nehmen. Machen wir es noch zweimal. Bleiben dann oben im Sitz. Bleiben. Setzen die Hände ans Knie, streck dich in die Länge. Jetzt richtig auf, du hast dein Gewicht auf den Sitzbeinhöckern. Dann rollst du Schritt zurück und wieder hoch. Konzentrieren uns nochmal auf das untere Stück Wirbelsäule. Das rund machen. Oben bleibst du lang. Rollst wirklich nur unten ein. Ein letztes Mal. Und dann bleib in der Länge. Und so lange wie du jetzt bist, legst du dich zurück. Du bleibst gerade. Löst die Hände und streckst rechtes Bein, linkes Bein nach oben. Jetzt bleiben wir lang. Wir rollen nicht hier unten ein. Wir bleiben in der Länge und strecken das Bein. Je tiefer, desto einfacher. Höher, schwerer. Langer Rücken, langer Hals, öffnen. Und dann rund machen, nach vorne hängen lassen. Komm wieder zurück in die Rückenlage, roll dich langsam ab. Stell die Füße wieder auf, nimm die Hände hinter den Kopf. Füße fest am Boden und dann zieh hoch und leg wieder ab. Streckst aus. Dann wechsel das Bein. Zieh gerade nach oben und zieh ein Knie ran und streckst wieder aus. Die Hände locker am Kopf. Dann lass das Bein stehen, zieh nochmal ohne Bein gerade hoch. Lass die Ellbogen auseinanderfallen und dann gib die Beine in den rechten Winkel. Du hebst den Kopf an, ziehst den Hinterkopf nochmal in die Länge, dass dein Hals ganz lang wird, dein Kinn schaut zur Decke. Und dann nimmst du die Knie nach rechts, zieh dagegen, lass die Ellbogen am Boden, komm zurück. Andere Seite. Abwechselnd rechts und links. Mit dem Ellbogen ziehst du dagegen. Bauchnabel ziehst du nach innen. Und jede Seite noch einmal.
Streck die Beine zur Decke. Und jetzt kommt Knie und Ellbogen zueinander, wieder auf. Letzte Übung. Die letzten 8. Zwei. Und dann streck dich aus in die Länge. Atme tief in den Bauch ein und aus. Ihr braucht jetzt viel Sauerstoff, viel Luft. Und dann wird die Bauchdecke wieder gedehnt, die Bauchmuskulatur. Nimm die Arme nach oben neben den Kopf und zieh dich in die Länge. Zieh einen Fuß nach unten, einen Arm nach unten, nach oben. Abwechselnd ein bisschen in die Länge ziehen, lang ziehen. Nochmal halten, ziehen. Bleib wieder liegen, ruhig. Leg die Arme an die Seite. Und dann ziehst du beide Knie ran, nimmst die Hände ans Knie, schaukelst rechts und links. Deinen unteren Rücken ein bisschen mobilisieren. Halte in der Mitte an. Und dann zieh die Knie ran Richtung Brust. Roll mit dem Becken ein bisschen hoch vom Boden. Und leg dann wieder ab. Ja. Also, streck die Beine nach oben und zieh sie ran. Spür die Dehnung im Hintern, in den Beinen, in der Länge. Versuch die Knie ganz zu strecken. Häng dich in die Knie hinein und komm mit hoch in den Sitz. Stell die Füße auf, ein bisschen geöffnet und die Arme über die Seite hoch, lass dich nach vorne fallen. Und dann roll wieder hoch, streck nochmal lang und vorfallen. Nun nimmst die Arme nochmal hoch. Klappst den rechten Arm nach hinten ab, die linke Hand geht an den rechten Ellbogen und du drückst mit der Hand gegen den Ellbogen und der Ellbogen drückt dagegen. Du bleibst aufrecht im Rücken. Dein Blick geht nach vorne. Schulter lassen, sinken lassen. Und dann streck wieder beide Arme hoch, wechsel die Seite. Drück gegen den Ellbogen, bleib lange im Rücken, richtig nochmal auf. Schau nach vorne. Und wieder lösen, Arme kurz ab. Nimm die Arme an die Seite. Rechten Arm über Kreuz, die Hand dagegen. Langer Hals, Schultern sinken lassen. Jetzt drück wieder gegeneinander. Arm drückt gegen die Hand. Und umgekehrt. Der Hals bleibt lang. Rücken ist lang. Und wechseln. Schulterkreise lockern. Komm zur Seite. Seitenneige. Bleib mit den Sitzbeinhöckern am Boden und geh so weit zur Seite, wie du kannst. Wechseln.
Gehen wir eine kreisende Bewegung oder kreist über vorne zur anderen Seite. Ziehst dich da wieder lang. Und nochmal über vorne zur anderen Seite. Langziehen. Sitzbein wieder bleiben am Boden. Und du ziehst hier die Seite lang. Spürst die Dehnung. Wechsel nochmal. Auf, kommst in den Rückstand. Leg deine Hände auf den Boden, streck langsam die Beine und roll dann hoch. Geh die Schulter zurück, heb die Arme von geh über die Seite ab und nochmal tief. So, du beugst deine Knie, legst den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab und lass mal alles locker. Kopf, Schulter, Nacken, Arme ist locker lassen. Und dann setz die Hände oberhalb vom Knie auf, zieh den Rücken lang. Und so gerade richtest du dich jetzt auf in den Stand, nimmst die Hände nach hinten, unterhalb des Po's, ziehst die Schultern auf, schaust zur Decke. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.